8:30 Uhr. Wir starten pünktlich wie immer. Also mein Name ist Roswitha Peintner. Ich bin Designerin, Designforscherin und Lektorin an verschiedenen Kunst- und Designuniversitäten, unter anderem an der Neue Design-Universität St. Pölten im Studiengang Management by Design. Im Namen der Neue Design-Universität, insbesondere des Studiengangs Management by Design, begrüße ich nun ganz herzlich alle Gäste und unseren heutigen Vortragenden Harald Gründl. Hallo. Besonders herzlich bedanke ich mich auch beim Lunchtime Lecture Team für die Organisation. Die Einladung von Harald Gründl zu diesem Vortrag steht unter anderem im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung, die Christoph Becht und ich im Management by Design Studio 5 im Wintersemester 2020 bearbeitet haben. Gemeinsam mit den Studierenden haben wir dort die jeweiligen Nachbarschaften untersucht und aufbauend auf den Recherchen nachhaltige Geschäftsmodelle entwickelt. Ich spreche sicher auch für Christoph, wenn ich sage, dass die Projekte, die dort entstanden sind, würdig wären, als Social Enterprises umgesetzt zu werden. Mit Blick auf den dringend notwendigen Umbau des bestehenden Wirtschaftssystems, dem es, wie viele Expertinnen und Experten bestätigen, an gesellschaftlicher Einbettung und sozialer Verantwortung fehlt, ist Social Entrepreneurship oder soziales Unternehmertum, mir gefällt der deutsche Begriff auch sehr gut, ein zentrales Thema geworden, in dem auch wir Designerinnen und Designer, also mit dem auch wir Designerinnen und Designer uns beschäftigen, abgesehen von den Gründungen. Ein prominenter Name auf diesem Feld ist sicher Ezio Manzini, Designer, Designtheoretiker, prominenter Innovator im Bereich sozialer Innovation, verbunden mit sozialem Unternehmertum. Er ist auch Autor mehrerer Publikationen, unter anderem Design, When Everybody Designs, An Introduction to Design for Social Innovation. Damit wären wir aber auch schon wieder bei unserem heutigen Gast und Vortragenden Harald Gründl, den ich kurz vorstellen darf. Harald Gründl, Dr. Phil Habil, promoviert also und habilitiert, ist Designer, Designtheoretiker, er ist Partner von EOS Design, Geschäftsführer des Social Enterprise EOS Next und leitet das außeruniversitäre Institute of Design Research Vienna, IDRV. Mit dem IDRV hat er zuletzt den Circular Design Guide entwickelt, der die Rolle von Design in der Kreislaufwirtschaft skizziert. EOS, also nochmal zurück zur Mutterfirma quasi, EOS hat mehr als 100 internationale Designpreise bekommen und arbeitet derzeit für zahlreiche internationale Kunden im Möbel- und Produktdesign-Bereich. EOS hat Österreich auf der Design-Triennale in Mailand und auf der Architektur-Biennale in Venedig vertreten. EOS Next, um das es heute gehen wird, wurde als Spin-off von EOS gegründet, um die Social- und Sustainable-Design-Projekte des Studios weiterzuentwickeln. Der größte Kunde ist derzeit die Bill & Melinda Gates Foundation. Gründl ist auch im Forschungsbeirat der NDU und unterrichtet an der Universität für Angewandte Kunst Doktoratstudierende. Harald Gründl wird heute zum Thema New Business Models, EOS Next Social Design Enterprise sprechen. Er wird über seine Ausbildung zum Social Entrepreneur, was ich wahnsinnig spannend finde, sprechen und wie aus den Aktivitäten von EOS Design im Bereich Social und Sustainable Design ein Spin-off wurde, das Industrial Design for Good als seinen Unternehmenszweck definiert. Soweit die Vorstellung, noch ein paar organisatorische Details. Der Vortrag wird etwa 40 Minuten dauern. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Wie immer gibt es die Möglichkeit, die Fragen schon während dem Vortrag in den Chat zu stellen. Ich werde nach dem Vortrag die Fragen vorlesen und moderieren. Danke, Roswitha. Vielen Dank für die nette Einführung und Erklärung, was ich so alles treibe oder getrieben habe in den letzten Jahren. Dass es jetzt EOS Next gibt, das Social Enterprise, als Spin-off, wie du es auch so schön beschrieben hast, von EOS, ist ein bisschen etwas, was man in der Systemtheorie Emergenz nennt.
Das heißt, dass sich Systeme plötzlich irgendwie so umformen und neue Strukturen bilden. Und ich glaube, EOS Next kann man so wirklich auch sozusagen als so eine Art von systemischer Emergenz aus dem Tun von EOS auch letztendlich sehen. Wir haben mit EOS vor mehr als 25 Jahren begonnen, Design zu machen für ganz bekannte Firmen. Wir haben immer geträumt, mit den besten und bekanntesten Firmen zusammenzuarbeiten. Ist uns soweit auch ganz gut gelungen. Martin und Gernot sind meine beiden Partner dort. Wir haben auf der Angewandten alle gemeinsam Industriedesign studiert und gleich nach dem Studium sehr naiv, sehr zukunftsgläubig EOS gegründet. EOS macht eigentlich, EOS ist eigentlich hauptsächlich für seine Möbel bekannt. Das ist eine Arbeit, die wir für die Firma Bulltop gemacht haben, den Küchenwerkschrank. Und eine andere Arbeit, die auch sehr intensiv ist, ist für langjährige Kunden, wie in dem Fall zum Beispiel für Walter Knoll, wo wir Sitzmöbel und auch so kleine Kastenmöbel und Tische, Beistelltische, Stühle auch im Bürobereich entworfen haben. Und man sieht so an diesen Bildern, die ich jetzt auch hier ganz absichtlich ausgewählt habe, sozusagen auch so diesen, wie die Werbung sozusagen unsere Möbel da verortet. Das heißt, wir sind in so einem Premium-Segment. Und aber über all die Jahre und eigentlich auch vor allem nach dieser Krise 2008 hat sich EOS eigentlich auch begonnen, parallel zu dem, auch mit anderen Dingen, die wir heute wahrscheinlich als Social Design oder Sustainable Design in dem Fall auch bezeichnen könnten, begonnen sich auch mit anderen Themen zu beschäftigen. Und ich zeige da jetzt nur ein kleines Beispiel davon, das war der Beitrag von EOS zur Architekturbiennale 2016, unser Beitrag im Österreich-Pavillon, das Projekt Social Furniture, mit dem wir im Rahmen der Flüchtlingsbewegungen in Wien in einer sehr großen Flüchtlingsunterkunft mit mehr als 600 Menschen begonnen haben, mit den Menschen Möbeln zu bauen, und zwar fast an die 1000 Möbel. Und das war auch sozusagen eine ganz sehr intensive Zeit, wo wir auch sehr viel gelernt haben und auch gelernt haben, eigentlich die Dinge, die wir tun können, auch eigentlich in diesem sozialen Bereich anzuwenden. Gemeinsam natürlich mit einer ganz anderen Reihe von Strategien, die es braucht, um Social Design zu machen. Die Geschichte ist hier sozusagen sehr stark verkürzt abgebildet. Das ist so ein Zeitstrahl, der obere, der beginnt 1995 mit der Gründung von EOS. 2005, das heißt so 10 Jahre danach, das war so ungefähr die Zeit, wo wir auch noch sehr viel Shop-Design gemacht haben, unter anderem für Giorgio Armani und Adidas haben wir weltweit Shops gezeichnet, das war sozusagen ein Büro im Büro. 2008 war dann die Finanzkrise, dass wir natürlich auch gemerkt haben in dem Bereich, wo wir tätig sind als Designer. 2015 sieht man sozusagen diese damals sogenannte Flüchtlingskrise, das heißt diese Herausforderung, diese gesellschaftliche, für diese Flüchtlingsbewegungen auch gute soziale Lösungen zu finden. Und 2020 war es dann soweit, letztes Jahr, kurz vor der Corona-Krise, hat EOS Next gegründet. EOS ist ja auch ein sehr poetisches Unternehmen, das in dem Fall sogar genau am Geburtstag, das war ein Sonntag sozusagen, der den Gesellschaftsvertrag für EOS Next unterschrieben hat und EOS Next als Social Design Enterprise ausgegründet wurde. Man sieht an der Grafik auch, dass das sozusagen die Linie von EOS Next sozusagen auch ein bisschen in die Geschichte von EOS zurückreicht und da eine ganze Reihe von Dingen aufnimmt, auch von den Erfahrungen her, die wir in der Zeit vor der Gründung gemacht haben. Was vielleicht für die Zeitachse auch noch ganz interessant ist, 2019 habe ich begonnen mit einer Ausbildung zum Social Entrepreneur. Das ist eine Ausbildung, die eine
Organisation anbietet, die Ashoka heißt. Der Gründer von Ashoka ist Bill Brayton. Er hat als Wirtschaftsprofessor in den USA den Begriff Social Entrepreneur geprägt in den 80er Jahren. Also sozusagen einer der Pioniere dieses wirtschaftlichen Framings. Und Ashoka ist eine weltweite Organisation, die Social Entrepreneurship unterstützt, auch eine ganze Reihe von sehr, sehr bekannten Projekten mit initiiert und unterstützt hat. Darunter eines, das wir wahrscheinlich fast jeden Tag benutzen, Wikipedia, ist ein Projekt von jemandem, der von Ashoka sozusagen in dieser Anfangsphase stark unterstützt wurde. Ein anderes sehr bekanntes Projekt ist die Grameen Bank, die begonnen hat, sozusagen Mikrokredite an the bottom of the pyramid zu vergeben. Ich habe zuerst irgendwie gedacht, ja, dass man könnte sich sozusagen diese Expertise des Social Entrepreneurships auch durch externe Beraterinnen oder Berater hereinholen. Habe mich dann doch entschieden, den Kurs dann selbst zu machen. Das ist ein Kurs, der eigentlich ein Leadership-Programm, das heißt für Menschen, die in Organisationen sitzen, an leitender Stelle, haben sich da zusammengefunden. Wir haben so eine Gruppe von 20 Personen, die über ein Jahr hindurch sozusagen so die wichtigsten Tools zum Social Entrepreneurship gelernt haben. Im Gegensatz zu diesem Foto von EOS sieht man hier, wie wir sozusagen auf dieser visuellen Ebene damit umgehen, wie das bei EOS Next ist. Wir sind mittlerweile schon von der Personenanzahl größer als EOS. Das ist auch ganz interessant. Ein Teil der Mitarbeiterinnen ist von EOS dann zu EOS Next gewechselt. Der größte Teil der Mitarbeiterinnen in dem Fall sind sogar neu dazugekommen. Und wir versuchen natürlich auch hier, dass wir möglichst divers sind. Das ist zumindest so von den Herkunftsorten ein bisschen so. Oskar kommt aus Mexiko, Deutschland, Italien, Österreich. Wir sind noch nicht so divers, wie wir eigentlich in den internationalen Märkten gerade unterwegs sind, aber das könnte auch ein nächster Schritt sein. Ja, die Roswitha hat es eh schon gesagt, das ist sozusagen unsere Geschäftsidee, ist Industrial Design for Good. Warum for Good? Ich glaube, die Roswitha hat das auch sehr schön eingeleitet, dass wir gerade gesellschaftlich an einem schwierigen Wendepunkt sind, wo wir unsere Lebenspraktiken ein bisschen weltverträglicher gestalten müssen. Wir gehen da jetzt sozusagen auch noch ein bisschen weiter und sehen unser Geschäftsfeld eigentlich in dem Fall global. Das Industrial Design ist auch für die unterschiedliche Herkunft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so ein Common Sense im Moment. Eine Sache, die man nicht sieht und die sozusagen aus meiner Ausbildung kommt, ist, wie man solche Organisationen auch aufsetzt. Man kann natürlich ein Social Enterprise auch so aufsetzen, kann man eigentlich nicht so aufsetzen, wie man es jetzt in der linken Spalte sieht. In der rechten Spalte sieht man so die Werte, die uns sozusagen, die wir dieser Organisation eingeschrieben haben, purpose-driven. Das heißt, wir sind ganz stark sozusagen einer guten Sache verpflichtet und nicht zuallererst der Gewinnmaximierung. Da werde ich dann zum Schluss noch ein paar Gedanken dazu zeigen. Distributed Authority ist auch ein ganz wichtiger Leitstern, wo es einfach darum geht, dass wir innerhalb dieser Organisation auch eine andere Form haben, wie wir Aufgaben und Verantwortungen verteilen. Eine evolutionäre Organisation ist eine Organisation, die einfach andauernd lernt, der nicht sozusagen ein gewisses Betriebssystem eingeschrieben ist, sondern die sozusagen evolutionär einfach ihr Betriebssystem andauernd den Umständen auch anpassen kann. Wir haben einen sehr hohen Grad an Autonomie, den wir pflegen.
in der Art und Weise, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach ihre quasi Arbeitsziele sich so organisieren, damit die auch rechtzeitig erreicht sind. Und das, was auch eine ganz wichtige Feedback-Schleife ist, ist einfach Transparenz. Das heißt, bei EOS Next passiert eigentlich alles sehr transparent. Das geht eigentlich bis zu den Zahlen, die wir gerade so schreiben und auch den Abrechnungen, wie gut Projekte funktionieren oder nicht funktionieren. Das wird eigentlich sehr transparent gehandhabt. Vielleicht nur noch ein kleines Wort zur linken Spalte. Das steht nicht links, weil alles schlecht ist. Es gibt ja ganz viele Organisationen, die sehr erfolgreich auch damit sind. Es sind sozusagen einfach nur Führungsprinzipien und Organisationsprinzipien, die nicht so gut in ein Social Enterprise hineinpassen würden, würde ich jetzt zumindest mal so kurz zusammenfassen. Und wenn man sich jetzt an die Häuser zurückdenkt, wo unsere Sofas bei EOS stehen, das ist sozusagen ein Bild, das sind die Häuser, für die wir bei EOS Next entwerfen. Und man kann sich so auch ein bisschen vorstellen, dass das natürlich innerhalb einer Organisation so unterschiedliche Ausrichtungen zu haben, natürlich schon auch viele Synergien hat. Auf der anderen Seite ist das natürlich, braucht man dann schon auch ein gewisses Grad, ein Maß an Schizophrenie manchmal, wenn man das eine und das andere gleichzeitig tut. Ich bin ja in beiden Organisationen verankert, bin aber im Gegensatz zu EOS, wo ich Partner bin, bei EOS Next sozusagen allein verantwortlich für die gesamte Organisation als Managing Director. Das Bild hier habe ich aufgenommen in Südafrika und das ist ein bisschen außerhalb von Durban, einer Stadt, die am Meer unten liegt und ein sehr großes Umland hat, das eigentlich organisatorisch noch zur Stadt dazugehört. Das Haus, das man dahinter sieht, das Steinen gebaut ist, das nennt man in Afrika Fully Subsidized Housing, das heißt für sehr arme Menschen, für die arme Bevölkerungsschicht in Afrika, in Südafrika, werden von der Regierung solche Häuser gebaut mit ein bisschen Grund, ein bisschen Trinkwasser, ein bisschen Strom. Das ist sozusagen einfach so die minimalste, das minimalste Lebensumfeld, das wir jetzt in dem Zusammenhang dort vorfinden. Die Toiletten, das ist dieses Häuschen, wo dieser kleine Luftabzug weghängt, werden auch von der Regierung gebaut und auch sollten auch servisiert werden. Dahinter sieht man zwei so Rundbauten, die auch ganz ortstypisch für Südafrika sind, für jeweils eine Familie. Und wenn eine Toilette so aussieht, wie man es hier sieht, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass sie eventuell nicht benutzt wird und dort noch immer die Menschen anstatt auf die Toilette halt in die Natur gehen. Und ja, die Gates Foundation hat sich eben vorgenommen, je nachdem, wie man es zählt, aber es sind im Grunde fast 4,5 Milliarden Menschen auf der Welt, die keinen sicheren Zugang zu Toiletten haben. Das finde ich ist im 21. Jahrhundert wirklich ein noch immer unfassbares Problem, das eigentlich gar nicht so schwierig zu lösen wäre. Vielleicht schwierig zu lösen im Sinne von Anschluss an eine Kläranlage, aber sicher nicht schwierig im Hinblick auf dezentralisierte Lösungen. Ein anderes Bild von einem Kontext, wo wir gerade für die Gates Foundation ein Projekt aufsetzen, das ist in Nepal. Eine kleine Siedlung mit 18 Familien, da sieht man drei Toilettenkontexte dort. Es ist
ein sehr großes Problem, das die Gates Foundation da angegangen ist. Warum tut sie das? Die Gates Foundation war ja bislang auch sehr bekannt dafür, Impfungen zu entwickeln. Dafür ist der Bill Gates ja auch in letzter Zeit doch immer wieder durch die Medien gegangen. Und man weiß natürlich, dass viele Erkrankungen vermeidbar sind, wenn man bessere Sanitärbedingungen hätte. Das ist das Programm der Gates Foundation, das heißt Water Sanitation and Hygiene. In dem sind wir drinnen, noch EOS ist sozusagen damals mit hineingeholt worden in die erste Runde eines Programms, das Reinvent the Toilet Challenge heißt. Und wir sind jetzt bald 10 Jahre dabei. Hier sieht man noch einmal Bill Gates mit seinem Gläschen voller Scheiße. Und ja, steht dann in diesen Gates Notes unten, jedes Jahr sterben fast 500 Milliarden Menschen nur wegen schlechten Sanitärbedingungen. Also das ist wirklich ein Problem, das ist leider nicht so einfach zu lösen, obwohl die Gates Foundation schon viele Millionen in das Programm hinein investiert hat. Wir arbeiten gerade an einem Projekt, das direkt dem Bill Gates untersteht. Es gibt eine recht sehenswerte Doku auf Netflix über Bill Gates. Da kommt unsere Toilette auch mal ganz kurz vor. Aber das Projekt darf ich nicht zeigen, aber ich zeige ein paar andere Dinge, die wir so rundherum gerade machen. Unter anderem eine Sache, die uns sehr beschäftigt. Wir sind bei EOS Next auch in diesem Chapter von Open Design in Wien aktiv, das vom Leopold Zücker organisiert wird, wo wir uns eigentlich regelmäßig treffen und Open Design Projekte auch besprechen. Open Design ist natürlich super, vor allem wenn es natürlich humanitäre Probleme lösen soll. Die Frage ist immer, wer bezahlt Open Design, nicht? Also wer bezahlt sozusagen diese doch zum Teil recht aufwendigen Projekte. In unserem Fall ist es die Gates Foundation. Was wir da gemacht haben, ist sozusagen nicht eine Toilette für die Industrie zu entwerfen, sondern wir haben eigentlich nur eine Form entwickelt, die man da oben sieht. Das ist eine komplexe Form für eine Urinseparations-Trockentoilette, die man dann in diese Betonscheibe hier integriert und so die Möglichkeit hat, bessere Sanitärbedingungen herzustellen. Wir arbeiten in dem Fall sehr stark auch, und ich glaube, das ist auch so ein Zauberwort im Moment im Design, co-kreativ. Also wir versuchen in dem Fall, haben wir mit Handwerkern in Südafrika mehrere Runden gedreht, wie man diese Positivform entwickeln kann. Da sieht man gerade, die schweißen die Form jetzt in dem Fall aus Metall zusammen. Und da sieht man sozusagen einen Versuch, wo das dann mit Beton gefüllt wurde, diese Form. Und die Idee eigentlich ist, die lokalen Handwerker zu ermächtigen, damit Geld zu verdienen. Das ist natürlich für ein junges Startup wie EOS Next ist alles eine sehr rühmliche Art und Weise, Design zu machen und die Welt an kleinen Ecken und Enden ein bisschen besser zu machen. Auf der anderen Seite stellen Open Design Projekte natürlich eine jegliche Form von Geschäftstätigkeit massiv in Frage, nicht? Also bei EOS leben wir eigentlich, so wie in der Musikindustrie, eigentlich hauptsächlich von Lizenzen. Da sieht man jetzt noch einmal so eine Form, die dabei rauskommt. Urinseparation. Warum tut man das in sehr einfachen Kontexten wie hier in Afrika? Kann man das eigentlich den Urin nahezu unbehandelt verwenden, um die Ernteerträge, wie man in diesem Bild sieht, zu erhöhen? In dem Fall wird der Urin einfach gesammelt, stehen gelassen, der hygienisiert sich dann von selber und wird dann mit Wasser verdünnt. Ist irgendwie keine besonders
kein besonders attraktiver Dünger wegen dem Geruch, den er dann hat. Wir sind aber gerade dabei mit einer Firma, das sieht man oben links, der heißt Sanitation 360. Ist in dem Fall auch ein Spin-off, allerdings von einer Universität in Schweden. Und mit denen sind wir gerade jetzt dabei, eine Anlage zu bauen, die vom Familienmaßstab bis in größere Maßstäbe genutzt werden kann, um aus Urin einen wirklich einen sehr hochwertigen Dünger dann herzustellen. Wie man sieht, ist unsere Arbeit so ein bisschen auch sozusagen, es hat sich herausgestellt, dass Teil unseres Geschäftsmodells auch ist, und das kam wahrscheinlich auch sicher aus der Geschichte mit der Gates Foundation, dass wir die eigentlich Labortechnologien mit Industriedesign helfen, Produkte zu werden. Sanitation 360 ist ein so ein Projekt, für die haben wir jetzt schon mehrere kleine Aufträge gemacht. Und die sind sozusagen, die sind Startup, wir sind Startup, und man verrechnet auch in dem Fall nicht immer alles und denkt da auch mal in eine gemeinsame Zukunft, wo man dann vielleicht gemeinsam auch Geld verdienen kann. Also die Geschäftstätigkeit ist sozusagen, sind auch teilweise so junge Jagdgesellschaften, wo wir dann versuchen, gemeinsam mit dem, was jeder einbringt, also Sanitation 360 bringt eben eine Technologie ein, eine chemische, wie man aus dem Urin irgendwie besser Dünger machen kann, und wir bringen sozusagen Know-how als Industriedesigner ein in so ein Projekt. Das ist auch so ein typisches Projekt, wie man mit aus Labortechnologie vielleicht mal später ein Produkt kriegt. Aus Urin kann man natürlich Dünger machen, aber was wir uns im Moment auch anschauen, ist, was kann man tun, um aus dem Urin so Gesundheitsdaten herauszulesen. Und das ist ein Labrick, das in der Bristol University steht. Und das sind Brennstoffzellen, und mit diesen Brennstoffzellen, die eigentlich recht einfach auch in Entwicklungsländern nachzubauen werden, sind wir zum Beispiel in der Lage, Glucose im Urin zu detektieren. Und nachdem Community Health ein riesengroßes Thema in vielen Entwicklungsländern ist, könnte das zum Beispiel auch könnte man diese Idee eigentlich sogar so weit entwickeln mit diesem Forschungspartner, dass man das vielleicht sogar aus EOS Next wieder ausgründen kann. Das ist das Bristol Robotics Lab der Bristol University. Wir haben schon über die letzten Jahre gemerkt, dass in solchen Kontexten extrem tolle Ideen entstehen. Es gibt dann, glaube ich, eine ganze Reihe von Startups, die dann beginnen, mit sowas zu arbeiten, aber oft fehlt dann halt wirklich die Expertise, Produkte draus zu machen oder letztendlich auch zu verstehen, was ein Markt ist und wie man diesem Markt gerecht dann Produkte auf diese Märkte hin ausorientiert. Aber wir finden das eigentlich ganz spannend im Moment, dass diese eigentlich ganz neue Technologien, die in dem Fall sozusagen aus der Roboterforschung kommen, wie man die in Social Design Kontexten nutzen kann. Und in dem Fall auch wieder vielleicht wie in dem Fall von diesen Handwerkern, die diese Toiletten produzieren, dann auch sozusagen lokale Wertschöpfung in unterschiedlichen Zielgebieten wie Indien oder auch Afrika schaffen kann für Menschen dort vor Ort. Also ist bei uns auch nicht ganz ausgeschlossen, dass wir sozusagen auch mit in dem Fall lokalen Entrepreneuren in diesen Zielländern auch dann beginnen, vielleicht gemeinsam ein Projekt zu entwickeln. Ja, das sind sozusagen Technologien, haben immer so einen Reifegrad. Also wir verwenden durch die Gates Foundation ein Messsystem, das Technology Readiness Level heißt. Das kommt eigentlich aus der Raketenentwicklung der NASA. Der TRL von dieser Technologie, der ist auch noch recht niedrig. Man sieht hier sozusagen von so einem Oszillogramm Laborwerte.
Und mit einer künstlichen Intelligenz könnte man sozusagen aus diesen drei Brennstoffzellen, die da den Urin analysieren, ganz interessante Dinge rauslesen. Solche Projekte sind natürlich gerade in der Anfangsphase eher sehr teuer und schwierig zu finanzieren. Das müssen wir uns auch noch überlegen, wie wir damit umgehen. Wir haben natürlich über die Gates Foundation ein gutes Netzwerk, aber nicht jedes Projekt, das cool ist, wird von der Gates Foundation natürlich bezahlt. Ein anderes Projekt, das wir jetzt begonnen haben, ist, Christoph ist ein Praktikant bei uns, der in Graz studiert, hat seine Bachelorarbeit gemacht und wir haben dem Christoph angeboten, wenn er ein Projekt macht für EOS Next, das auch für uns interessant ist, dass wir ihn da unterstützen. Und er hat sich dann entschlossen, ein Problem anzugehen, das es in Entwicklungsländern auch ganz häufig gibt, nämlich die Stromversorgung, in dem Fall die dezentrale Stromversorgung. Man sieht links diesen Kasten, da ist eine Batterie drinnen, ein Solarpanel und ein paar Kabeln. Und mit diesem Equipment kann man sehr einfache Gebäude mit kleinem Grundriss gut versorgen. Das ist quasi ein Niedervoltsystem und dadurch spart man fast 40% sich Verluste. Also würde man über die Solarpaneele wieder auf 220 Volt oder 110 Volt zurückwechseln, würden insgesamt für die Performance von diesen Endgeräten dann fast 40% Strom verloren gehen. Darum sind das Niedervoltsysteme. Und wir werden diese Bachelorarbeit von Christoph in ein paar Wochen nach Afrika bringen und dort sozusagen den Prototypen auch ausprobieren. Der Markt in solchen Ländern, wo es natürlich auch Premium-Märkte gibt, also sagen die großen Märkte in solchen Ländern, nennt man Bottom of the Pyramid. Das sind Menschen, die zum Teil vielleicht einen Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Die können sich natürlich jetzt irgendwie keine Strombox und zwei Solarpaneele kaufen, um irgendwie da Licht zu machen. Das heißt, da gibt es dann Geschäftsmodelle, die ganz anders funktionieren, die Performance Contracts genannt werden. Und bei diesen Performance Contracts wird dann wirklich bei manchen entweder monatlich und nachdem viele Menschen wirklich von Tag zu Tag leben, werden dann diese Benutzungskosten dann täglich abgerechnet. Da gibt es auch in Afrika schon ganz interessante Digitalprojekte, wo man diese tägliche Verrechnung dann auch über sehr einfache Mobiltelefone realisieren kann. Unser Ziel ist, wie man auch hier sieht, in der Ecke unten steht schon unsere Toilette, die auch ein bisschen Strom brauchen wird. Wir denken ganz langsam wirklich an quasi so eine Home-Unit, die die ganzen Grundbedürfnisse, die einfach Menschen haben, egal wie viel Geld sie haben, wie man die sozusagen technologisch abdecken können und zu Produkten machen. Vom sozusagen Markt her, obwohl das jetzt sozusagen keine besonders advanceden Technologien sind und es auch schwierig ist, da wirklich einen Cost-Down zu machen, gerade bei den Batterien, sind das doch große Märkte. Wir haben uns da Mitbewerber angeschaut, würden wir sozusagen in diesen Markt einsteigen und die haben dann doch so 1 Million Nutzer, nicht? Also das ist doch schon eine gewaltige Menge, auch wenn die halt nur ein paar Cent am Tag bezahlen. Aber das sind auch schon recht große europäische Energiekonzerne in solche Startup-Projekte mit eingestiegen. Also ein Markt, wo man vom Einzelnen jetzt nicht sehr viel verdient, aber Märkte, Bottom of the Pyramid, sind halt Märkte, die es durch die Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern einfach ein großes Potenzial haben, natürlich genau an dem Moment, wo es den Menschen dann besser geht und sie sich auch mehr leisten können. Ein Projekt, das noch von EOS ist, da haben wir der ETH Zürich geholfen, in Südafrika so eine Handwaschstation zu machen. Dabei ist uns aufgefallen, dass diese Wasserhähne eigentlich sehr schlecht funktionieren. Das ist ein Recycling-System, wo man einfach schauen muss, dass nur sehr wenig Wasser entnommen wird. Und wir haben dann
so wie viele Unternehmen auch unser Covid-Projekt dann angefangen von einem Wettbewerb von einer großen Sanitärfirma. Und das ist immer so eine Sache, ob dann so ein Video abläuft, aber ich probiere es mal. Heißt SafeTap. Das ist ein ganz einfaches Objekt, das dabei hilft, mit nur einer Bedienung sich die Hände zu waschen und das Wasser so zu portionieren, dass nach 150 Milliliter der Wasserhahn von selber stoppt. Das heißt, so schaffen wir mit so einer ganz wichtigen Ressource wie Wasser einfach noch besser umzugehen. Und was man hier auch noch einmal sieht, ist, dass es wirklich ein extrem simples Objekt dann schließlich geworden ist, hat von unserer Seite extreme Kosten auch verursacht. Dieses kleine Projekt, weil wir dann so angefixt waren, weil wir wollten einfach unbedingt, dass das funktioniert, weil wir so eine gute Idee gefunden haben. Und ich zeige dann auch ganz zum Schluss, wie wir solche Projekte, die wir wichtig finden und sehr aussichtsreich finden, wie wir die im Moment finanzieren können. Im Moment ist unser Industrialisierungspartner ein anderes Social Enterprise, das schon ein bisschen länger am Markt ist. Die heißen Helios, haben dieses kleine Elektronikkästchen hier gemacht. Ich glaube, so im Bereich Social Enterprise waren sie wirklich die, die, wenn immer über diese Sache berichtet wurden, immer dabei waren. Was dieses kleine Kästchen tut, ist hier in dieser Gebrauchsanleitung erklärt. Man nimmt Wasserflaschen, Plastikwasserflaschen, gebrauchte, füllt unsicheres Wasser ein, legt es dann in die Sonne und macht so eine UV-Desinfektion. Das Problem bei der Methode ist, man weiß nicht, wie lange die in der Sonne liegen müssen, weil das natürlich vom Sonnenstand und auch von Bewölkung und vielen anderen Faktoren abhängt. Und Helios hat damals eben dieses kleine Kästchen entwickelt, das man zu den Flaschen dazulegt. Da ist ein besonderer UV-Sensor verbaut und ein Algorithmus, der dann mit Hilfe so einem Smiley dann anzeigt, dass man das Wasser dann trinken kann. Diese Idee, die hat natürlich in diesen Entwicklungskontexten viel Anklang gefunden, aber auch diese Idee war für die Menschen, die das eigentlich nutzen sollten, wesentlich zu teuer. Und so hat Helios eigentlich auch relativ lang nach einer Geschäftsidee gesucht, wie sie das jetzt finanzieren sollen. Und sie sind auf was Interessantes gekommen, weil Menschen, wenn sie Wasser trinken, das unsicher ist, müssen sie es abkochen. Und wenn das Wasser abgekocht wird, braucht man natürlich irgendwelche, oft auch in diesen Ländern, fossile Brennstoffe. Und dann haben sie das Ganze so umgestellt, dass sie an Firmen in den entwickelten Ländern CO2-Zertifikate verkaufen. Das heißt, das eigentliche Gut, das verkauft wird, ist gar nicht dieses kleine Kästchen hier. Das sind eigentlich CO2-Zertifikate, die gehandelt werden. Einer ihrer ganz großen Kunden ist zum Beispiel Hofer Österreich. Die kaufen sozusagen alle ihre CO2-Zertifikate, um klimaneutral zu sein mit diesem Projekt. Und ich denke, das zeigt auch, dass sozusagen Social Entrepreneurship auch sozusagen eine gewisse Kreativität nicht nur im Designprozess braucht, sondern auch in der Art und Weise, wie man solche Projekte einfach umsetzt. Ich glaube, Roswitha, ich bin eh schon fast beim letzten Projekt. Du musst noch nicht intervenieren. Ich schaue, dass ich es schnell durchkriege, dass wir die Fragen auch dann durchnehmen können. Ein letztes Projekt, das ich ausgesucht habe, ein Mobilitätsprojekt, weil natürlich auch Mobilität im Moment ein wichtiges Thema ist, um das Klima zu entlasten. Das ist ein Dreirad, an dem wir doch schon recht lange arbeiten, wo die Idee ist, ein sehr starkes Cost-Down zu machen und eine Technologie zu nehmen, die in Entwicklungsländern auch verwendet wird, nämlich Rotational Molding. Roto-Molding verwendet man, um Tanks zum Beispiel zu machen. Ansonsten sind da nicht viele Teile dran. Im Moment haben wir da auch einen interessanten Partner uns gesucht. Das ist die New Raw in Rotterdam, die Foteni. Die Architektin, die griechische, sieht man auf der linken Seite, mit der
sind wir gerade dabei, sozusagen so Local High-Tech Production auszuprobieren. In Rotterdam haben die, man sieht das eher auf dem Bild, so einen großen Roboterarm, mit dem man sozusagen großformatige 3D-Drucke machen können, die in dem Fall auch aus rezyklierten Materialien, Kunststoffmaterialien bestehen. Ja, Modell bei uns ist auch immer wichtig. Wir sind eigentlich eine riesengroße Werkstatt. Da sieht man auch sozusagen das Potenzial von der Idee. Bis zu 4 Menschen können da transportiert werden. Partner auch jetzt in der Suche für die Industrialisierung ist ein Kollege, mit dem ich diese Ausbildung gemacht habe. Der Ole hat in dem Fall kein Social Enterprise, sondern eine Non-Profit-Organisation gegründet, die heißt Cycling Without Age. Man sieht hier, da werden Menschen, die nicht mehr mobil sind, wieder mit Hilfe von Volunteers zurückgebracht quasi in den öffentlichen Raum. Die verwenden auch so Tricycles. Die sind aber sehr, sehr teuer und wir versuchen dem Ole irgendwie zu helfen mit einer Open Source Version von unserem Tricycle. Ein anderer Partner, der gerade sozusagen diesen 3D-Druck bezahlt, ist die Vienna Biennale for Change. Im MAC wird das zu sehen sein, dann das Ding. Und ja, jetzt noch ganz kurz zum Geschäftsmodell. Also das zeigt sozusagen den Raum, den man sozusagen als zur Verfügung hat. Auf der rechten Seite For-Profit-Businesses, das wäre sozusagen das, was man bei EOS gemacht haben. Non-for-profit ist das, was ich mit dem IDRV gerade mache. Genau, das ist EOS, wo sozusagen lange Zeit das große GETS-Projekt sozusagen als CSR-Projekt drinnen war, wo sozusagen da auch die Gewinnabsicht nicht sich realisiert hat. Und EOS Next liegt sozusagen zwischen diesen beiden Geschäftsmodellen als Social Enterprise. Das heißt, es ist Purpose-Driven, es geht um Social Value Creation. Es geht aber auch darum, und das sieht man sozusagen durch die Überlagerung von dem grünen und dem orangen Kreis, dass es darum geht, sozusagen trotzdem damit Geld zu verdienen und nicht als Non-Profit zu agieren. Business Model Canvas wird jetzt ein bisschen knapp, den durchzugehen. Ich zeige ihn daher, den gibt es Open Source online, ist für uns ein ganz wichtiges Tool in der Planung, auch um die richtigen Partner zu finden, um uns zu überlegen, wie wir das Geld reinkriegen und für wen wir eigentlich arbeiten. Und das ist sozusagen eine ganz grobe Aufstellung, wie wir gerade agieren. Das mag sich auch in den nächsten Jahren ein bisschen verändern. Es gibt Grants, das ist sozusagen dieser obere Kreisteil, wo wir gar nichts verdienen. Das heißt, da werden halt einfach Löhne bezahlt und Ausgaben bezahlt, aber das würde ein Büro nicht finanzieren können. Es gibt eine Reihe von Self-Initiated Projects, die eigentlich Geld kosten. Also die zum Beispiel SafeTap war eins davon oder auch im Moment das Tricycle. Und all das wird im Moment bezahlt durch ein sehr großes Projekt, das ich nicht zeigen konnte, aber wo wir sozusagen das Geld erwirtschaften, um all die anderen Dinge gerade zu tun. Vielen Dank, Harald. Wahnsinnig spannend. Also das gäbe ja noch so viel Stoff und einen Kopf voller Fragen und einen Chat voller Fragen auch. Ja. Dann, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Mal oben, ich schaue, dass ich irgendwie, ja, ich möchte eigentlich nicht auswählen, aber die erste Frage war vielleicht von Christoph Wecht gleich aus dem Management. Wurde EOS durch EOS Next sozialer? Also gibt es da quasi eine Querverbindung zwischen den beiden inhaltlich? Verändert sich auch EOS? Ich glaube, EOS hat sich sicher in den letzten 10 Jahren stark verändert durch die Projekte, die wir gemacht haben. Was sich aber schon verändert hat, ist, sobald das ausgegründet ist und eigens bilanziert und sozusagen eine eigene Logik hat und eine eigene Kostenrechnung hat, kriegt das auch eine andere Dynamik. Also das merken wir jetzt eigentlich schon nach fast diesem einen Jahr, wo wir jetzt operativ sind, durch diese Konzentration
kriegen diese Projekte einfach mehr Dynamik. Man rennt mehr und sieht, okay, das ist jetzt nicht nur ein CSR-Projekt und wenn das vorbei ist, dann machen wir halt wieder was anderes, sondern hey, wir müssen von den Projekten leben. Das macht mit EOS Next auf jeden Fall was, ja. Ja, die nächste Frage gleich auch von Christoph, eigentlich umgekehrt gedacht. Kann EOS Next von EOS in Sachen Geschäftsmodell etwas lernen? Ich meine, du bist beides, das ist jetzt, du bringst es ja mit, denke ich, dieses Wissen. Aber jetzt konkret vielleicht nochmal gedacht, was hilft, also inwiefern lernt EOS Next von EOS? Ja, vom Geschäftsmodell können wir jetzt nicht so viel lernen, weil wir haben bei EOS doch fast 15 Jahre gebraucht, um das Geschäftsmodell ins Laufen zu bekommen. Auch durch sozusagen den Ausflug ins Shop-Design für fast 10 Jahre. Mit der Perspektive wäre ich jetzt schon ein bisschen, würde es mir irgendwie den Boden wegziehen, ne? Wenn ich jetzt denke, wir müssten jetzt 15 Jahre irgendwie, wir hätten kein Geld und das wäre alles furchtbar. Also man lernt vielleicht, dass diese Art von wie Design verkauft wird über Lizenzen auch uns so jetzt bei EOS Next nicht weiterbringt, auch inhaltlich nicht, weil wir eigentlich finden, dass natürlich gute Ideen eigentlich allen gehören sollte. Aber das muss natürlich auch bezahlt werden. Also es ist eine total enorme Transformation, die du auch durchlaufen hast. Ich hätte ja vielleicht ganz kurz, wenn ich eine Frage zwischendurch noch stellen darf, mich hätte natürlich auch ein bisschen was zu dieser Ausbildung zum Entrepreneur, Social Entrepreneur interessiert, beziehungsweise auch in diesem Kontext, wie muss eine Design-Ausbildung heute aussehen für Leute, die sich für diesen Sektor interessieren? Und jetzt im Kontext mit deiner Ausbildung. Ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Wir haben im Rahmen dieser Ausbildung halt ein paar Tools durchgenommen, die doch auch recht zeitintensiv sind und auch natürlich sich in der Wirklichkeit auch irgendwie, die kann man jetzt zwar theoretisch durchnehmen, aber natürlich jedes Tool, das sich in der Praxis mal irgendwie anwendet, das hat einfach mehr Erkenntniswert. Ich glaube, das Allerwichtigste, und das kennt man auch aus der Systemtheorie, wie verändert man Dinge, indem man das Mindset verändert. Also ich glaube, das allerwichtigste Werkzeug, um da irgendwie erfolgreich zu sein, ist das richtige Mindset zu haben. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist sozusagen auch wichtig, aber eigentlich dem fast untergeordnet, weil man sozusagen eine bestimmte Idee von der Welt hat. Eins der Learnings, die ich sozusagen auch sehr unmittelbar anwende, war die Suche nach den richtigen Partnerschaften. Man kann nichts allein auf der Welt machen. Ja? Und mit den Leuten, mit denen man dann was zusammentut, mit denen muss man sich einfach gut aussuchen. Und da müssen die Werte übereinstimmen und da müssen das, was man kann, sich gegenseitig ergänzen. Und zum Beispiel diese Art, die sozusagen in dieser Ausbildung unter dem Titel Co-Creation genannt wurden, also das ist ein bisschen was anderes, als was Designer unter Co-Kreation verstehen. Aber Co-Creation kann auch sein, dass ein kleines Startup wie EOS Next mit einer riesengroßen Firma wie Samsung was gemeinsam macht. Also auch mit Firmen, die sozusagen diese Transformation noch vor sich haben, nicht? Und also Mindset ändern, im Grunde auf sich, auf die Situation einstellen können und einfach, ja, so quasi fast ohne Grenze auf die Sache zuzugehen. Ne? Die Frage, eine kleine letzte von mir, die dazu noch gehört, was fangen wir mit unseren Methoden oder dem an, was wir jetzt im größten Teil, gibt es jetzt zum Beispiel so partizipative Methoden, wo du sagst, das eignet sich eigentlich ganz gut, man muss sie natürlich irgendwie umdenken, aber wir wenden sowas an, wendet ihr Methoden, partizipative Methoden tatsächlich als solche an oder ist es da überhaupt nicht mehr, kommt das nur so quasi als Inspiration mit und man muss sowieso alles umbauen? Also ich habe das schon ein bisschen, also wir sind ja schon fast 10 Jahre, wie man so schön sagt, im Feld, nicht? Das heißt, dass man sozusagen vor Ort in Afrika, Indien, wo auch immer irgendwie Dinge tut mit der Bevölkerung dort. Und es gibt ja auch von dem sehr bekannten Designstudio IDEO einen Social Enterprise Ableger, der IDEO.org heißt, der sozusagen auch ganz viele
Dinge für Foundations auch machen kann. Die Gewinnabsicht steht schon gewissen Projekten im Wege, vor allem wenn das Geld von Foundations kommt, nicht? Wir haben uns sozusagen mit dem Social Enterprise irgendwie ein bisschen dazwischen positioniert, einfach auch nicht jetzt zu weit wegzugehen sozusagen von dieser Synergie mit EOS und der Geschichte von EOS. Aber sozusagen die Wahl der Unternehmensform, und ich habe ja eh sozusagen das ganze Spektrum gezeigt, das entscheidet schon auch im hohen Maße mit, wie man sich dann auch finanzieren kann. Okay. Ein Non-Profit wird nie irgendwie Risikokapital kriegen, nicht? Gut, jetzt sind wir zwar ein bisschen auf die andere, irgendwie auf eine andere Schiene gekommen, die Methoden, also das war die Frage, kann man Methoden anwenden oder muss man sie einfach entwickeln? Aber ich will aber ja, also ich würde schon sagen, also was mich oft stört, ist, wenn ich nehme da jetzt ein bisschen ketzerisch so ein Bild, wo alle im Kreis sitzen und wir irgendwie so, also Postkolonialismus ist ja im Design auch ein Riesenthema im Moment. Also das sozusagen, das könnte in diese Richtung fallen. Es kommt jemand aus dem globalen Norden und versucht im globalen Süden zu erklären, wie man Design macht und wie man das alles richtig macht. Und das ist natürlich eine schwierige Haltung, ne? Für so einen Co-Kreationsprozess. Und eigentlich mit den Erfahrungen, die ich auch während der Ausbildung gemacht habe, das sind so unfassbar tolle Menschen in diesen Ländern, die so ein Potenzial haben, und solche Menschen mit hineinzunehmen, auch in den unternehmerischen Prozess, glaube ich, macht einfach viel mehr Sinn, als sich am Nachmittag irgendwie in einer Nachbarschaft in einem Slum zusammenzusetzen mit irgendjemandem, ja, und zu fragen, ob es rot, gelb oder grün sein soll, nicht? Ja, also da geht's dann die Bilder kennt man ja auch aus der sozusagen aus der Kommunikation von Designstudios, nicht, wenn es um das Thema geht. Ja, ich habe wahnsinnig viele Fragen, aber ich möchte mich jetzt einfach in den Chat widmen. Also an Herr Andreas Rieger, ich weiß jetzt, kann nicht zuordnen, weil ich die Leute in der NTU nicht so gut kenne. Also sehr spannender Vortrag. Nochmal schreibt er, mich interessiert die Thematik, warum sich Toiletten im Westen nicht wirklich weiterentwickeln. Japan entwickelt ja ständig neue Toiletten, wo beispielsweise Sensoren in der Toilette verbaut sind, die medizinische Werte ausmessen. Ja, das ist eigentlich die Motivation, die auch den Bill Gates antreibt, das zu hinterfragen, nicht? Warum unsere Toiletten sind 150, 200 Jahre alt. Also die so wie in seitdem in London sozusagen die großen Krankheiten ausgebrochen sind, nicht so alt sind, ist die Lösung letztendlich. Und wir sind Wir machen halt noch immer unsere Abwässerreinigung so, dass wir doch eine ganze Reihe von Umweltauswirkungen noch immer externalisieren, und die Nährstoffe, die über den Urin ins Wasser wieder zurückgehen, sind auch mitverantwortlich für die Eutrophierung von Küstengebieten, nicht? Also das Algenwachstum, natürlich auch stark von der Landwirtschaft, aber würden wir sozusagen wirklich eher in einer Kreislaufwirtschaft denken, und das ist unser Thema, würden wir sozusagen auch die Toiletten sicher mit neu erfinden müssen. Ja, also es ist durchaus nicht nur ein Thema. Also die Antwort ganz schnell ist, das ist ein systemischer Lock-in, in dem wir sind, nicht? Wir haben eine 100 Jahre alte Kanalisation, und jede neue Toilette, die muss sich sozusagen in diesem systemischen Lock-in dann einfügen. So ein Befreiungsschlag, das gelingt einfach selten. In Neubaugebieten würde es gelingen. Ja. Die Kontexte sind widerständig, oder? Also man kann nicht einfach etwas Neues einpflanzen. Ja, sehr interessant. Ein kleiner Hinweis noch von einem Herrn Schlager Florian zur Frage von Andreas vorhin, also zu dieser Toilette. Einfach, dass es eine interessante Doku gibt von Arte, Toiletten-Doku. Das ist nur ein kleiner Hinweis. Und dann die Frage von Gabi Wirth. Zu dem Projekt von Helios, ist die Gefahr nicht auch bei den alten Plastikflaschen, dass sich die Weichmacher aus dem Plastik lösen? Die Antwort ist ja, aber in dem Fall ist das, was wir jetzt gerade so bei den Impfstoffen hören, die Risikoabwägung spricht sozusagen für die Desinfektion. Die Weichmacher haben wir auch in unseren Bettflaschen drinnen, nicht? Also das
Aber ja, natürlich durch das starke Aussetzen von UV-Licht ist das natürlich sicher eine Gefahr. Aber sozusagen diese Gefahr ist geringer einzuschätzen als das Gesundheitsrisiko, verseuchtes Wasser zu trinken. Sehr interessante Frage auch von der Katharina Ebezuber. Inwieweit beeinflusst die Corona-Pandemie eure internationale Arbeit, abgesehen von Händewaschprojekten? Also uns hat das Leben wie vielen anderen jetzt schon schwerer gemacht, weil natürlich unsere Arbeit sehr stark auch von Reisetätigkeit geprägt ist in die Zielländer, für die wir arbeiten. Und das hat es jetzt schon recht schwierig gemacht, die ganzen Pilotprojekte, die wir vor Ort betreuen, einfach nur über Videokonferenz zu betreuen, wenn irgendwas zu reparieren ist oder es irgendein Problem gibt, auf das man vor Ort nicht kommt. Also unsere Teams vor Ort, die waren sowieso immer Teil des Projekts, aber sozusagen es war schon auch immer geplant, dass wir auch mit vor Ort sind und zum Beispiel bei Neuinstallationen mithelfen, die zu installieren. Also unsere Arbeit macht das jetzt gerade sehr schwer. Es hat uns sogar dazu geführt, dass eine Toilette, die eigentlich nach Afrika gegangen wäre, jetzt im Moment in Wien bei uns im Büro aufgestellt wird, damit wir die Daten sicher feststellen können. Ja, also die Zusammenarbeit ist wichtig, ja, in vieler Hinsicht, der Austausch von Technologien und Handwerk. Dann habe ich da noch eine Frage noch zu eurem Toilettenprojekt, zu eurer Trennung von Urin und Kot. Wie erwähnt, ist euer Gedanke, die Ausscheidungen als Dünger zu verwenden. Wie hoch ist der Anklang in der Bevölkerung? Zum Beispiel in Argentinien scheitert es an der Bevölkerung. Ja, das ist eh schon ein guter Hinweis. Das ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Es gibt Gesellschaften, wo Ausscheidungen sehr stark tabuisiert sind. Es gibt dann aber auch in diesen Gesellschaften manchmal doch eine hohe Bereitschaft, einfach aus Überlebensgründen diese Nährstoffe wieder nutzbar zu machen. Was man ganz klar sagen kann, ist, dass niemand mehr auf der Welt nicht weiß, wie eine ordentliche Toilette aussieht. Also fast niemand. Also eigentlich weiß die ganze Welt, was sie sich wünscht. Und das ist doch manchmal in vielen Kontexten einfach ganz schwer herzustellen, nicht? Also eine weiße, mit viel Wasser gespülte Keramiktoilette ist einfach in vielen Gebieten, und dazu gehört mittlerweile auch schon Europa in vielen Teilen, eigentlich die falsche Lösung. Und wir versuchen sozusagen als Designer damit so umzugehen, dass das Erlebnis, das Nutzererlebnis sozusagen sehr ähnlich ist, aber sozusagen die Technik dahinter sehr, sehr anders funktioniert. Es ist leider schon 13:29, wie ich sehe. Ich glaube, ich muss Schluss machen. Es gibt noch Fragen im Chat, die ich jetzt leider nicht stellen kann. Jetzt muss ich dann gerade, können wir nachher noch schauen, ob man die Fragen, ob die noch irgendwie im Hintergrund vielleicht zu beantworten sind interessante dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Harald Gründel, für diese wahnsinnig spannende Welt, auch die sich da auftut, sowohl für uns als Designer, fürs Arbeiten, für die Leute aus dem Management, einfach diese Welt jetzt einfach auch wirklich zu erschaffen, Schritt für Schritt, die ein bisschen Ausgleich bringt. Also ganz herzlichen Dank dir. Vielen Dank den Zuhörerinnen und Zuhörern für das Interesse und für das Dabeisein, auch für die Fragen. Wichtig zum Abschluss, ist noch die nächste Lecture anzukündigen. Am kommenden Donnerstag, am 25. März, ist Karel Martens auf Einladung des Bachelorstudiengangs Grafik und Informationsdesign zu Gast. Moderieren wird Enrico Bravi. Ja, also vielen Dank an alle, ganz herzlich, herzlichen Dank, liebe Grüße an alle und ich möchte mich auch bedanken für die Einladung, und ich bedanke mich auch sehr für die sehr netten, ermunternden Worte, die ich jetzt im Chat gesehen habe. Wir brauchen jetzt auch viel Kraft, und das hilft uns auch, so ein Zuspruch. Danke euch allen. Gell?